Feierabendverkehr am Bahnhof Zoo in Berlin. Plötzlich lenkt ein Fahrer seinen Wagen auf die Kreuzung. Mit quietschenden Reifen driftet er über die Straße, macht einen sogenannten Donut. Dann driftet ein zweites Auto, kommt erst kurz vor einer Gruppe Menschen zum Stehen. Die Spuren der Raserei sind noch heute zu sehen. Für viele Experten sind solche Manöver mehr als nur eine Ordnungswidrigkeit. Gegenständlich dürfte schon der Tatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllt sein. Es droht dem Fahrer eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe und die Entziehung der Fahrerlaubnis oft für rund ein Jahr. Die Bilder erinnern an ein Phänomen, das in Deutschland schon häufig in die Schlagzeilen geraten ist: Autokorsos, oftmals Tradition bei türkischen Hochzeiten. Im vergangenen Jahr ist die Polizei deutschlandweit mehrere hundert Mal wegen aus dem Ruder gelaufener Hochzeiten ausgerückt. Blockierte Straßen, Vollsperrungen oder sogar Schüsse aus dem Autofenster. Doch oft ist es schwierig, die PS-Protzer zu schnappen. Wie im aktuellen Fall. Viele filmen das gefährliche Spektakel zwar, doch niemand ruft die Polizei. Es ist so, dass in dieser Situation der Sachverhalt erst später uns zur Kenntnis gelangte, angezeigt wurde, sodass wir nicht unmittelbar am Ort erscheinen konnten. Es ist natürlich schwierig. Häufig halten sich die Beteiligten nur kurzfristig im Kreuzungsbereich auf. Nach ein paar Minuten ist alles wieder vorbei. Wahrscheinlich war es Glück, dass niemand verletzt wurde.